Ja, herzlich willkommen hier in meinem Ruheraum bei mir zu Hause. Mein Name ist Marc Hasselbach und heute geht's um mich. Seit ja, einiger Zeit merke ich so, dass bei mir so eine Art Stau, so eine Art kreativer Stau irgendwie in mir ist, dass so die alten Mechanismen, wie ich sie bisher kannte, dass ich mich jetzt zum Beispiel in so einen Raum hier zurückziehe und dann ja wieder irgendwie in den Flow komme, wenn es ruhig ist, dass es alles nicht mehr so wirklich funktioniert. Und ich habe so gemerkt, so dass ja im letzten halben, dreiviertel Jahr sich mein Leben, ich mich persönlich extrem verändert habe. Das war durch die Initialzündung bei mir auf jeden Fall jetzt, als mein Sohn gestorben ist, alles was danach passiert ist, wie ich mich ja mit dem Thema Tod und Leben auseinandergesetzt hat. Das alles hat mich sehr stark ja verändert. Und noch ein Jahr davor haben wir geheiratet. Ich habe einen neuen Nachnamen angenommen. Und ich merke, dass diese Veränderung von einem Marc Kummer zu einem Marc Hasselbach so viel Auswirkungen hat, dass ich heute irgendwie dastehe und eigentlich gar nicht mehr weiß, so was. Ja, was ist der Marc? Wer ist der Marc? Und was nicht. Nicht nur, was will ich, sondern auch, wozu so ein Kanal, wozu diese ganze Social-Media-Aktivität und jetzt ganz gerade aktuell besonders, wieso stockt das alles so? Und ich bin auf einen ganz spannenden Punkt gekommen. Ich merke, dass ich Angst habe. Ich ganz starr, also ganz extrem, spüre ich diese Angst jetzt in dieser Situation zum Beispiel, wenn diese Kamera läuft. Und ich habe versucht, jetzt mit meiner Frau, das zu ergründen, was ich da eigentlich für eine Angst habe. Schlussendlich geht es um die Angst, abgelehnt zu werden, dass diese Inhalte, die ich mache, da draußen nicht ankommen und ich als Person, als Fachkraft, als Mark, dass diese Botschaft oder was für eine Botschaft, ich habe keine Botschaft jetzt gerade, aber dass es verpufft und ich nicht gemocht werde. Und dieses nicht gemocht werden, das kennen wir alle. Wir alle wollen natürlich von unseren Mitmenschen gemocht werden. Niemand will von irgendwem gehasst werden. Und diese Frage, wer ist Marc Hasselbach? Ja, ich merke, dass es wirklich in mir hängt. Ich habe es neulich so bei Freunden habe ich so erzählt, dass ich extreme Angst habe, diesen spirituellen Mark nach außen zu tragen. Also, dass ich überhaupt spirituell nicht nur interessiert, sondern dass es so einen spirituellen Mark einfach gibt, der offen ist, der da viel macht in diesem Bereich, der da viel erlebt hat, extrem viel erlebt hat, in dem Bereich, nicht Religion speziell, sondern was es alles so gibt. Also ich war in Brasilien, habe da an so einer ganz versteckten Candomblé-Zeremonie damals mitgemacht. Ich habe Energieseminare besucht, Channeling und. Das nach außen zu tragen, da hatte ich bisher auf jeden Fall oder immer noch extreme Angst, weil es für mich nicht wissenschaftlich genug ist, nicht rational genug. Man kann das nicht schwer überprüfen und wird gleich irgendwie als was weiß ich was irgendwie abgestempelt. Und ich merke, dass ich damit wirklich ein großes Problem habe, diesen Teil von mir nicht nur für mich selber anzuerkennen, sondern ich merke, dass ich das in meinem Alltag, wenn keine Kamera dasteht, wenn kein Mikro da ist, dass ich das für mich gut kann. Ich kann da Literatur dazu lesen, kann mich dazu auch mit meiner Frau eben austauschen, mit Freunden austauschen. Das ist alles im Großen und Ganzen kein Problem. Da
habe ich kein Problem, dass mich irgendeiner als komischen Vogel ansieht, weil alle irgendwie wissen, wer ich bin oder wie ich bin und was ich schon irgendwie alles erlebt habe. Und hier im Internet, in Social Media merke ich, dass es für mich ein extremes Problem ist. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es ansteht. Dass ich nach außen gehen muss und diesen Teil von mir, ja, ich merke, dass dieser Teil von mir auch sprechen will und nicht nur für sich im einsamen Kämmerchen sitzen will und das, was er da erlebt, irgendwie nur für sich verwendet. Ich merke, dass es einfach, ich habe kein Sendungsbewusstsein oder habe jetzt irgendwie die Wahnsinnsbotschaften oder so irgendwas, sondern ich merke, dass es für mich, ja, dass darüber einfach echt recht wenig Männer auch reden. Und ja, dieses nicht gemocht werden, wie ich es gerade vorher schon gesagt habe, ist ein Teil, der uns, mich auf jeden Fall immer wieder auch bestimmt. Und wer ist der Marc jetzt da? Früher habe ich Kampfsport gemacht, jetzt mache ich keinen Kampfsport mehr. Ich habe Sozialarbeit studiert, bin ich aber auch irgendwie nicht mehr wirklich Sozialarbeiter. Dann habe ich Medienbildungsmanagement studiert. Das bin ich auch irgendwie nicht wirklich. Dann bin ich Unternehmer, dann bin ich Solo-Unternehmer, dann bin ich Podcaster, dann bin ich Ehemann, dann bin ich Vater, dann bin ich, ja, dann habe ich meinen Sohn verloren, da bin ich, weiß gar nicht, wie man das einklassifiziert, bin ich da irgendwie sowas wie ein Waise oder so irgendwas. Ich bin suchtkrank, was bin ich? Und was ist im Unterschied zu diesem Marc Hummer von früher? Ja, wer ist der Marc Hasselbach heute? Ich glaube, dass das, was mit mir passiert, ist, dass das, was mit mir immer wieder auch neu passiert, dass es was mit Loslassen zu tun hat, mit, wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben oder eins immer wieder auch musste, dann war es Loslassen, von Menschen, von Dingen, von allem Mögliche und allem Möglichen. Und ja, das für mich das krasseste Erlebnis war es eben loszulassen von meinem Sohn, der ja am 15. März diesen Jahres gestorben ist. Und jetzt habe ich da mein ganzes Leben lang ein Bild von, ich bin ein schlechter Vater, ich bin suchtkrank, ich krieg's nicht gebacken, ich habe Schulden, lauter so Zeugs, irgendwie noch so aus meiner Vergangenheit. Und dieses Bild hatte ich so als Marc, als Verlierer. Und ich merke, dass dieses Bild von mir als jemand, der gescheitert ist und der es einfach nicht blickt und auch es nicht wert ist, mich in ganz, ganz vielen Momenten wirklich auch bestimmt. Da werde ich dann wütend auf irgendwen oder bin frustriert, dann ziehe mich in mich selber zurück, ziehe mich da wie in so ein Schneckenhaus und sitz dann irgendwo und grübel vor mich hin. Und ja, bin es einfach nicht wert. Und gleichzeitig, und das ist wirklich das, was mich oftmals auch zerreißt, ist so dieses, du bist jetzt ein guter Vater. Boah, setzt du dich irgendwie, was machst du alles irgendwie mit deiner Kleinen, wo dann irgendwie kommt, kompensiere ich jetzt da irgendwas? Und ich merke, nee, dass das schon auch bei meinem Sohn da war, man mich halt einfach irgendwie nicht gelassen hat oder es halt einfach nicht die Umstände waren oder was auch immer. Ich merke, ich bin jetzt älter, ich bin reifer und ich sehe den Wert von Familie neu, anders. Ich sehe auch den Wert von Vatersein neu, von Mannsein neu. Und früher hatte ich kein Bild. Ich hatte kein Bild von dem allem und kein Bild von, wer will ich sein, wer bin ich überhaupt und was läuft hier eigentlich in meinem Leben alles so. Und ich merke, dass dieser Punkt,
dieses ich bin es nicht wert und gleichzeitig aber auch die Feedbacks zu kriegen, du bist ein guter Vater. Dann habe ich jetzt beruflich, kriege ich immer wieder auch die Rückmeldung mit den Kunden, mit denen ich arbeite, im Medienbereich oder auch im Hochschulbereich, dass die Leute da total geflasht sind irgendwie so, dass die immer Spaß haben. Und jetzt neulich wieder, letztes Wochenende, sagte die eine, hey, das war das geilste Seminar in ihrem ganzen Studium. Und wo ich gedacht habe, krass so. Und ja, alle möglichen Leute wollen irgendwie mit mir arbeiten und unterstützen mich irgendwie auch so selbstlos. Und ich kenne das gar nicht. Ich kenne das nicht, dass ich auf einmal anerkannt bin, gemocht werde und Leute meine Kompetenz schätzen und sagen, hey, cool, das war das Geld wert oder was weiß ich was. Ja, mir auch so eine Rückmeldung geben, indem sie mir einfach auch den geforderten oder gewünschten Betrag überweisen. So, ich merke, das kenne ich nicht. Ich kenne das nicht. Für mich habe ich oftmals ein Bild immer noch irgendwie, wie ich da irgendwie in der Psychiatrie, in der Entgiftungsstation total gescheitert da sitze, stinkend und ätzend und oder hier in dem Raum irgendwie, wo ich rückfällig bin und irgendwie alles scheiße war, ich mit einer Flasche da sitze und alles ätzend ist. Und ich merke, dass es eben total schwer ist, jetzt auch so einen YouTube-Kanal zu machen, so zu sagen, hey, was soll denn da kommen? Ich habe mir so viel zusammen, also ich habe Bücher, habe ich zusammengeschrieben. Also es sind Bücher an Notizen, wie was ich alles machen möchte. All die Jahre habe ich das alles aufgeschrieben, so wie es sein soll. Und jetzt gilt das alles nicht mehr, oder? Was soll in dem YouTube-Kanal kommen? Boah, es kommt hier irgendwie lauter Staub. Es ist egal, ob das jetzt Instagram ist oder ob das Facebook ist oder ob das YouTube ist, Twitter, wie sie alle heißen. Was soll da kommen? Ich merke, ich habe da jetzt so Media Sozial, ich habe Entwicklungsbüro. Bei beiden Sachen geht es um unterschiedliche Inhalte. Das eine ist geht es um Coaching, um systemische Aufstellung, um Lösen von Verstrickungen, um meines Erachtens die effizienteste Methode, die ich in meinen 20 Jahren Therapie und so weiter kennengelernt habe. Bin ich froh, dass ich das mittlerweile wirklich auch selber anwenden kann. Und auf der anderen Seite diese Mediengeschichte für einen sozialen Bereich, wo sie aus ja, Lehraufträgen, Projektarbeiten, Medienpädagogik so entstanden ist und digitales Lernen und jetzt eben digitale Kommunikation, digitale soziale Arbeit. Fachlich habe ich da natürlich schon die Ideen, was da kommen kann, was da für Inhalte auf den jeweiligen Kanälen kommen könnte. Aber ich merke so, dass nicht, dass es nichts mehr mit mir zu tun hat, sondern ich merke, man transportiert es ja als Person, als Mensch, als Individuum und immer wieder kommt die Frage, wer bin ich? Das ist total verrückt, ob das jetzt mein Podcast ist oder ein Instagram-Post. Die Frage ist immer, wer bin ich und wie sehe ich mich? Sehe ich mich wie viele amerikanische YouTuber, die ja extrem viel auch produzieren, auch viel Dreck? Also muss man ja auch sagen, was ist mein Stil, was ist mein Format, was ist mein, mag ich so machen wie jetzt auch in Deutschland, zum Beispiel Benedikt Geier oder Christian Müller, die ja auch YouTube machen, wie Hendrik Epe, der schreibt und podcastet, alle machen was Unterschiedliches und doch irgendwie machen wir alle was in der Richtung. Nicht, dass ich meine Richtung verloren hätte oder meine Inhalte verloren hätte, die habe ich sehr klar, aber ich merke so, dass ich die Art, wie ich sie transportieren möchte, dass sich die wirklich verändert. Nicht verändern muss, sondern die hat sich schon verändert. So, ich sitze jetzt hier in meinem Kreativraum oder in unserem Kreativraum und rede in die Kamera und weiß nicht, wer ich bin. Aber das ist Fakt. Und
Ja, diese Angst, irgendwie abgelehnt zu werden, ist natürlich auf YouTube oder auf Instagram extrem hoch. Also man hört es auf jeden Fall immer, da kommen dann die Hasskommentare und die Negativkommentare, aber ist echt schwer. So, ja, über Themen auch zu sprechen, die mich wirklich innerlich auch bewegen. Das merke ich so. Und das ist dieser neue Mark Hasselbach. Oder dieser neue Mark. Über Themen zu sprechen, die mich wirklich innerlich berühren. Und das sind Themen auch wie Tod. Was ist da passiert im März mit meinem Sohn? Was ist mit mir passiert? Was habe ich da alles Abgefahrenes erlebt, was in keine wissenschaftliche Schublade passt. Auf jeden Fall keine, die ich kenne. Die passt auch in keine religiöse Schublade, komischerweise. Und doch war das so präsent, was da mit mir passiert ist, was ich real physisch erlebt habe. Nicht nur irgendwie in meiner verschobenen Birne, sondern real. Was ist Leben? Was ist Vater sein? Was ist Mann sein heutzutage. Ich glaube, dass das so die Themen sind, über die ich sprechen möchte. Auch über die digitalen Themen, ja, aber darf man hier auf so einem Kanal, darf man da so offen sein? Darf ich hier regelmäßig so, das ist so gerade irgendwie, ich hätte voll Bock, täglich so eine Sendung hier zu machen. Ich hätte voll Bock, irgendwie täglich über ein Thema zu sprechen, das mich berührt, bewegt. Ohne Zensur, also hauptsächlich ohne die Zensur da oben, ohne die Zensur in dieser Rübe. Zu sagen, hey, lass raus. Lass raus, weil mit deinen Freunden rede ich auch so. Da treffe ich mich auch und wir spiegeln uns da manchmal gegenseitig und geben uns da wirklich auch Zunder mit meiner Frau. Wir streiten uns manchmal und wenn wir da einfach ehrlich sind und offen und keine Maske aufziehen und hier in Social Media, auf solchen Kanälen, merke ich so, es wird sofort diese Angst, es kommt diese Angst auf, ich werde abgelehnt vielleicht mit dem, was ich da raushau. Und dann wird's verkopft und dann schreibe ich in meinen Notizbüchern wiederum und überlege mir Strategien und Themenpläne und Contentpläne und ja. Ich habe so viel zu so viel Dingen auch zu sagen und ich merke, ich hänge da einfach so immer wieder in dem Ding des alten Marks und ja, meine Frau hat es gerade vorhin gesagt, jetzt nimm es jetzt auf, nimm das alles jetzt auf, geh hoch, nimm es auf und ja, ich hoffe, euch gefällt's.